Freut mich zu hören, G2L Rocks. Glückwunsch. Was bauen wir denn hier eigentlich für Freispiele? Also ich habe nicht in Paytable geschaut oder so. Ja, wie gesagt ist da, dann geht er halt ins Land-Based Casino, ne? Da gibt's keine Einschränkung dieser Art. Gar nicht. Und man wird auch nicht angesprochen, wenn er irgendwie 20.000 verliert in der Stunde oder so. Und Limitspiel mit Ultrapotenzial, da kommt. Also, was heißt Ultrapotenzial, ne? No Limit hat heute einen neuen rausgebracht, den habe ich noch nicht gespielt, ne? Sollte auf jeden Fall Potenzial haben, ich kann dir aber nicht sagen, wie viel. Ansonsten, was meiner Meinung nach so ziemlich das Beste von No Limit City ist, wäre jetzt zum Beispiel Deadwood, ja. Realistisches Potenzial, was Deadwood angeht, auf jeden Fall so 8000 Mal oder so, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Punkrocker habe ich über 10.000 Mal gesehen. Tombstone habe ich auch so Sachen wie 8.000 Mal gesehen. Das dürften so die besten No Limits City Stats sein. Zumindest was Gewinnpotenzial und die Erreichbarkeit davon angeht. Im Freispiel, ne? Also, moin moin. Nein, den hatte ich gesehen, Nathan. Sollte auf jeden Fall Potenzial haben. Wollen wir es aufmachen, die Mauer, ne? Bin gespannt. Der Megacluster Scrum ist auf jeden Fall nicht uninteressant und das ist auch was ziemlich Gutes nach MegaWaste, was sie hier rausgebracht haben, was wahrscheinlich der ein oder andere Provider auch implementieren wird, denke ich. Genau, Jason. So sieht's aus, Herr König. Maka. Maka. Auf jeden Fall mit 5 Spins übrig und was ich hier so sehe, so aus, als ob das hier bezahlen wird. Wenn ich mich jetzt nicht irgendwie komplett täusche. Jedenfalls kriege ich diesen Eindruck vermittelt. Jens Wiese, moin moin, danke dir. Fark, moin moin. Jens Wiese, moin moin. Das sieht mir definitiv so aus, wie wenn das hier bezahlen wird, ohne Witz jetzt. Ja, so sieht's aus jetzt, wie so. Oh.
Aber wenn er auch mal 20, ja genau, wenn er jetzt auch mal 20 geht, kriegen wir noch was drin. Das sieht sehr gut aus, Leute. Ja, Rumo TV. Ich hatte gestern noch eine andere Info bekommen. Aber es ist heute da so. Punkte für alle. Das ist ein sehr guter Vorschlag gewesen hier. Wir haben noch 6 Spins. So wie das bisher aussah, gehe ich hier von was Gutem aus. Wenn man mich nicht mit einmal verarscht, ja. Aber es eigentlich sieht so aus, als ob hier noch was geht, oder? Als ob hier noch ein bisschen was Gescheites geht. Man muss schon hier mit denen zusammenhitten irgendwie. Wir wollen noch ein bisschen mehr auszahlen. Nee, das ist alles da inbegriffen gewesen, Rumo TV, nur zu verschiedenen Zeitpunkten. Schaut euch das mal an jetzt hier, das ist sehr nice, Mann. Wir sind bei über 400 Mal. Ha. 2 Spins noch. Ein guter Vorschlag auf jeden Fall gewesen. Ich bedanke mich dafür. Ja, tatsächlich, wer würde ich gerne sehen? 2 Spins, komm jetzt. Letzter Spin, komm. Ein guter Abschlussspin wenigstens. Ja, 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 Mann. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Macke! Das ist definitiv ein guter Abschluss, bitte. Scheiße, Mann. Ihr wisst schon, dass ich das Spiel hier zum ersten Mal gespielt habe und keine Ahnung, nicht mal 50 Spins gemacht habe oder so. Hammer krass. 1300 Mark knapp. Macker. Ja, das Spiel hat Potenzial. Oh, wir werden sehr, sehr gut auszahlen heute. Wir werden sehr, sehr gut auszahlen heute. Hallo Genetics. Eieieiei. Ei.
Ja, also nochmal vielen Dank für den Vorschlag, ne? Also ich selbst wäre wahrscheinlich nicht zu dem Spiel gegangen und schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt jetzt, ja. Das war doch, ja.